Hallo, ich habe mich entschlossen, jetzt ganz spontan noch ein Video zu machen. Denn ich habe vor ein paar Tagen dieses Foto hier gepostet mit meinen ganzen Neuzugängen. Und dort wurde ich gefragt, ob ich nicht doch noch einen Bücherhaul machen könnte. Und da ich gerade die Bücher einsortieren wollte, werde ich jetzt noch schnell das Video für euch machen. Es sind wirklich wieder sehr, sehr viele Neuzugänge. Oh mein Gott, aber ich freue mich auf jedes einzelne Buch. Ich habe die wieder ja alle ziemlich günstig geschossen, sage ich mal. Bei Rebuy, bei Tauschticket, eins gebraucht bei Amazon. Und so läppert sich das dann immer und ja, dieser große Stapel kommt zustande. Dann fange ich mal mit dem ersten Buch an. Das Cover ist auch schon so wunderschön. Am liebsten würde ich das so in mein Bücherregal stellen. Gegen das Glück hat das Schicksal keine Chance. Ich finde den Spruch allein schon sehr, sehr schön. Und es geht um ein junges Mädchen, dessen Mutter ja das Haus verlassen hat. Und nun muss sie für ihre kleine Schwester kümmern, arbeiten gehen, irgendwie die Rechnungen bezahlen. Und dann steht hier eben auf dem Klappentext, da bleibt keine Zeit für große Gefühle. Aber wer kann sich schon wehren, wenn die wahre Liebe vor der Tür steht? Finde ich sehr, sehr schön und ich habe auch schon tolle Rezensionen dazu gehört, also dass das ein echtes Highlight wäre. Und deswegen möchte ich gerne das Buch lesen. Habe ich von Tauschticket. Dann der zweite Teil von Dark Elements, der heißt jetzt Eiskalte Sehnsucht. Habe ich letzten Monat ja den ersten Teil so gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Diese Schlange hier vorne heißt übrigens Bambi. Also, ich würde niemals auf die Idee kommen, eine Schlange Bambi zu nennen, aber okay. Freue ich mich schon sehr drauf. Ebenfalls, der zweite Teil ist Lockwood und Co. Ich habe jetzt schon keine Kraft mehr. Davon habe ich auch den ersten Teil letzten Monat gelesen. Und deswegen musste dringend der zweite her. Oh mein Gott, es stürzt gleich alles zusammen. Von Monday Club von der Autorin Christina Kuhn habe ich auch schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Das ist gerade auch der zweite Teil so rausgekommen. Und deswegen dachte ich mir, muss ich unbedingt den ersten lesen. Hier geht es wohl um ein Mädchen, dessen beste Freundin bei einem Autounfall stirbt. Und plötzlich scheint es sehr viele Geheimnisse zu geben. Die Menschen wenden sich von der Protagonistin ab. Und es gibt dann auch noch den Monday Club. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was dieser Monday Club wohl ist. Und ich erhoffe mir einfach ja so eine ähnlich spannende Geschichte wie Night School. Auch wenn das jetzt nicht an einem Internat spielt. Aber irgendwie ja, klingt das schon sehr, sehr ähnlich. Oh, ich sehe gerade, dass hier der Schutzumschlag einen Riss hat. Aber ansonsten bin ich wieder sehr zufrieden mit dem Zustand der Bücher. Also ja, ich kann da nicht groß meckern. Wir sind halt gebraucht, aber auch dafür deutlich günstiger. Ich habe mir jetzt insgesamt eher so leichtere Sommerbücher gekauft, denn ja, im Sommer, wenn es dann warm wird, habe ich immer das Gefühl, dass mir die Hirnzellen wegschmelzen und da kann ich so schwere Bücher nicht lesen. Beziehungsweise davon habe ich auch noch genug im Bücherregal stehen. So ist auch noch von Jessica Park Im freien Fall oder wie ich mich in eine Plattfigur verliebte, bei mir eingezogen. Davon habe ich auch schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Soll eine ganz, ja, locker leichte Geschichte sein, aber mit sehr viel Gefühl. Und gerade auch Booktuber, die eigentlich nicht so auf so zuckersüße Bücher stehen, haben das sehr gelobt. Von daher macht mich das immer doppelt so neugierig, weil ich ja, ja, einerseits schon zuckersüße Bücher mag, aber auch oft ein bisschen genervt davon bin oder halt was, Schwereres brauche, um es mal so zu sagen. Von diesem Buch habe ich ehrlich gesagt noch nie etwas auf Booktube gehört. Das heißt Der Sommer als Chat ging und Daily kam. Ich habe es aber bei Amazon gefunden und dort hat es wirklich nur 5 Sterne Bewertungen. Ich habe mich das doch sehr neugierig gemacht. Es geht auch um ein Mädchen, wie immer halt. Sie kommt in eine neue Stadt und versucht dort über den Tod ihrer Mutter hinwegzukommen und dort lernt sie dann 2 Jungs kennen. Und hier steht nur, dass der eine todkrank sei. Und daher glaube ich, dass das so ein trauriges Krankheitsbuch sein wird. Sehr emotional. Und ja, ich mag solche Bücher eigentlich immer ganz gerne. Ich kann immer sehr gut mitfühlen. Und der Titel sagt ja auch schon, dass das ein Sommerbuch wird. Dann habe ich mir noch 2 Bücher einer sehr bekannten Reihe gekauft. Und zwar das von der Autorin Julie Kagawa, die Plötzlich Fee-Reihe. Das ist jetzt der erste Teil Sommernacht. Das Cover. Wow, wie schön ist das denn? Dieses Augen-Make-up. Also hallo. Wunderschön, wie ich finde. Würde ich am liebsten auch so in mein Bücherregal stellen. Und lasst mich raten, es geht hier um ein Mädchen, das herausfindet, dass sie eine Fee ist.
Um was anderes kann es ja bei dem Titel eigentlich nicht gehen, aber ich bin mal gespannt. Von Feen habe ich bis jetzt gar nichts gelesen, aber ja, ich glaube, das ist auch so eine 0815 lockere Geschichte einfach. Also der Klappentext klingt zumindest schon mal so. Den zweiten Teil der 40W-Reihe konnte ich dann auch noch ganz günstig ergattern bei Rebuy. Auf dem Cover ist eben auch ein sehr schönes Augen-Make-up und der zweite Teil heißt Winternacht. Ich habe das Gefühl, dass mir ganz, ganz viele erste Teile von Reihen gekauft habe. So zum Beispiel auch Nach dem Sommer von Maggie Stiefvater. Das ist eine Reihe, in der es wohl um Wölfe geht. Ist auch gar nicht nur mein Ding, aber möchte ich mal ausprobieren. Hat, glaube ich, 4 oder 5 Teile die Reihe. Oh Gottchen, wann soll ich das denn alles lesen? Beziehungsweise, wo soll ich das denn hin tun? Mein Bücherregal ist doch jetzt schon voll. Auch eine, ja, lockere, leichte Serie für zwischendurch ist dieses hier, glaube ich, Rosen und Seifenblasen, verliebt in eine Serie. Und hier geht es wohl um ein Mädchen, das plötzlich in einer sehr kitschigen Seifenoper landet. Ja, klingt auf jeden Fall schon mal lustig. Ich habe in dem Hörbuch mal reingehört auf Audible und das klang einfach schon so, so witzig und ja, einfach für zwischendurch, oder? Das ist eben auch eine Trilogie, die schon komplett erschienen ist und auf Tauschtickt habe ich dann noch ganz günstig den zweiten Teil ergattern können. Lilien und Luftschlösser. Neu kosten die Bücher 15 Euro. Das ist mir ehrlich gesagt dafür ein bisschen zu teuer. Deswegen freut mich eben, dass ich die so ganz günstig ergattern konnte. Dann habe ich mal 2 Stapel abgearbeitet. Dann zeige ich euch noch eben 4 DVDs. Und zwar zum einen ein französischer Film, Die Kinder des Monsieur Mathieu. Den habt ihr mir ganz oft empfohlen. Ich hatte ja vor ein paar Monaten nach französischen Filmen gefragt und das war eben eure Empfehlung. Dankeschön dafür. Zur Vervollständigung meiner Sammlung habe ich mir einmal Game of Thrones Staffel 1, Staffel 2 und Staffel 3 gekauft. Ja, jetzt habe ich alle hier. Dann kann ich euch noch 2 Bücher zeigen, die ich schon vor einigen Jährchen gelesen habe, die ich aber leider nicht in meinem Regal stehen habe. Das kann ja nicht angehen und deswegen habe ich sie mir ganz günstig gekauft. Zum einen Der Junge im gestreiften Pyjama. Ein sehr, sehr krasses, kurzes Buch, aber mit einer tollen Aussage. Sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Der Film ist auch gut, also falls ihr lieber nur den Film schauen wollt. Und auch schon gelesen habe ich Gute Geister. Auch ein sehr krasses Buch. Ein sehr toller Film. Ich glaube, der hat auch einen Oscar gewonnen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Wow. Also falls ihr mehr über die Segregation in Amerika wissen wollt, über die 60er Jahre, wie dort die African American behandelt wurden, dann müsst ihr auf jeden Fall das Buch lesen. Krass. Also beide Bücher haben eben so die Überschrift Rassismus und wow. Kann ich auch nur empfehlen. Ich glaube, das nächste Buch ist auch sehr bedrückend von der Atmosphäre her und deswegen spricht es mich auch so an, weil ich einfach ja wissen möchte, wie das so dargestellt wird, nämlich Bunker Diary von Kevin Brooks. Hier geht es um 6 Personen, in einem Bunker gehalten werden von ihrem Entführer und ja, sie versuchen natürlich dort rauszukommen. Bin ich sehr gespannt, wie das umgesetzt wurde. Eine auch eher leichte Sommerlektüre, so eine New Adult Geschichte, ist Caroline and West von Lucy Knox. Darauf hat mich Mona ganz scharf gemacht. Das hat sie ja vor ein paar Monaten gelesen und so davon geschwärmt. Deswegen, ja, habe ich mich dann gefreut, als ich das auch bei Tauschticket gefunden habe. Ebenfalls als Schnäppchen habe ich das hier ergattern können. Fire and Flood von Victoria Scott. Das war mal ein Büchereibuch in Amerika und ja, deswegen habe ich nur noch 1,70 Euro dafür bezahlt. Hat halt überall so, ja, Aufkleber und Stempel, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Dann kommen wir wieder zu Rebuy. Dort habe ich von Alexandra Pilz Zurück nach Holly Hill ergattert. Das ist wohl ein Zeitreise-Roman. Habe ich auch schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Gerade der zweite Teil soll wahnsinnig gut sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht war ja die eine oder andere Inspiration für euch dabei. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt so ungefähr, was euch in den nächsten Monaten
in meinen Lesemonaten erwartet. Wenn ich könnte, würde ich jetzt sofort mit jedem Buch anfangen, aber das geht nicht. Ich glaube, es wäre nicht gut, wenn ich 20 Bücher parallel lese. Nee. Ich schaffe ja nicht mal 2 oder 3 parallel zu lesen. Also, bis dann. Ciao.